genau in den Stand. Damit hatten die Sowjets natürlich gleich einen guten Einstand. Zumal sie ja schon nach der Pflicht in Führung lagen. Daniela Silivas jetzt für Rumänien. Ja, und sie turnte eine einwandfreie Tür. Sie war ja auch die erfolgreichste Turnerin bei den Olympischen Spielen. Sie gewann insgesamt 5 Medaillen. Und das wollte sie zumindest versuchen, hier bei den Weltmeisterschaften zu wiederholen. Unterschwung mit einem Salto vorwärts mit halber Drehung. Und diese Übung brachte ihr eine 10,0 ein. Damit hielt sie das Rennen um Gold.